Da hat sich wieder mal das nicht so schön gemacht. Na gut, dann erstmal hallo zusammen und willkommen beim Drachen im Stream. Mit Alexa gibt es das Problem, das wusste ich aber vorher nicht. Das habe ich nur durch Hater mitgekriegt, deswegen vielen Dank an die Hater an der Stelle. Man darf das im Stream nicht verwenden. Wusste ich nicht. Jetzt weiß ich's, deswegen kümmere ich mich da jetzt drum. Ich habe zwar jetzt keinen Brief oder so mitbekommen, aber ich habe ein paar Freunde haben mir das gesagt, dass die da was mich jetzt anzeigen wollten. Und da ich das jetzt mitbekommen habe, wird es keine Alexa im Stream mehr geben. Das wusste ich, wie gesagt, vorher eh nicht. Also von daher, jetzt wo ich's weiß, lassen wir es weg. Willkommen tomorrow. Muss man mal richtig zündende Kohle besorgen. Nein, ich kiffe nicht. Musikwünsche heute? Ja, ein oder zwei könnt ihr euch schon wünschen, also ein, zwei Sachen. Im Gegensatz zu den Hatern versuche ich in letzter Zeit erst das Maul aufzumachen und dann zu denken, erst zu denken und dann das Maul aufzumachen und nicht andersrum. So, ich habe mir kurz gedacht, wir machen wieder mal ein kleines Auspack-Streamchen. Ein Paket habe ich gekriegt, das würde ich jetzt dann mal schnell streamen. Okay, ich habe mir wieder ein Paket zugelegt und ich habe mir kein Paket zugelegt, sondern ich habe ein Paket geschickt bekommen von einem Zuschauer. Das Paket ist vom Jens. Starten. Metal Leute, servus und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Auspackvideo. Wie üblich in meinen Auspackvideos, oder in dem Fall Auspackstream auf YouNow. Ich habe es schon offen gehabt, so üblich, weil ich erst mal nachgucken wollte, was drin ist. Wenn ich es im Stream auspacke, muss ich das ja vorher wissen. Nicht, dass da... Ich habe heute auch noch ein anderes Paket bekommen, aber da waren nicht jugendfreie Sachen drinnen, aka Heftchen. Danke schon mal für die ganzen Likes. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. Muss ich wieder rausschneiden im Video. Ich mache mal das Paket direkt auf. So. Und das hier ist das Paket. Eine Sache ist auf jeden Fall dabei, über die ich mich tierisch gefreut habe. Mountain Dew. Oh, ich liebe Mountain Dew. Als nächstes Haribo. Leute, ich will doch abnehmen. Das sind sogar Drachen. Hier. Drachenfruchtgeschmack. Boah, geil. Es war noch eine halbe Schachtel Kippen drinnen, die offen war. Aus verständlichen Gründen habe ich die natürlich weggeschmissen, weil ich natürlich keine Kippen rauche, die offen sind. Weil ich mir denke, wer weiß, was damit passiert ist. Ene mene mu und raus bist du. Habe ich das hier bekommen? Für Kenner, die wissen natürlich jetzt, was das ist. Das ist Blue aus Jurassic World. Das war bestimmt schweineteuer, das Teil. Das ist auch schon wieder Englisch. Und dann hätten wir noch das hier. Interessant. Da steht ein anderer Name jetzt auf dem Brief als auf dem Paket. Lieber Rainer, als Geschenk für dich, Dino Blue und Mountain Dew. Coole Reim. Grüße gehen raus an Finn und Pascal aus Bremen. Na dann, fühlt euch doch mal gegrüßt. So, und natürlich ist das nicht das letzte gewesen und auch nicht das, was ich jetzt ausgesucht habe, sondern... Wir haben eine neue Powerwolf DVD? Eine neue Powerwolf CD. Riddle of the Beast heißt, dann ist es definitiv das neue Album. Fanpaket erstmal wegräumen. Arschloch. Ciao. Ende wieder gut zusammenschneiden. Ist diesmal sogar ganz gut gelaufen, finde ich. So, Riddle of the Beast. Es ist das Neue, wir hören auf jeden Fall mal rein. Ich weiß es echt nicht, ob das das Neue ist. Braucht man eigentlich bloß aufs Datum schauen. 2009. Also nicht das neue Album. Brauchst du Shisha mit Geschmack? Kann man Shisha auch ohne Geschmack rauchen? Ach, da fällt mir was ein. Ich könnte eigentlich mal stylischerweise hier irgendwo ein CD-Regal hinstellen. Alter, was war das? Voll verschluckt. Oh. Oh, die übertreibt es ein bisschen gerade, die Shisha. Alter! Gerade übertreibt die Shisha, Alter, mit dem Dampf. Oh, krass. Oh, hardcore.
Meinem Auto geht's gut, danke. Oh. Voll ins Bild gestellt. Passt mal auf. Ey, Alter. Boah. Da braucht man. Ich kann da keine 5 Sekunden dran ziehen. Normalerweise ziehe ich ja das Schuss ja 5 Sekunden lang. Aber die übertreibt es einfach so gnadenlos gerade. Alter. Oh. Ey, die Zwiebel richtig hart. Jetzt hau ich schon durch den Überlauf immer Dampf raus, aber keine Chance, ey. Keine Chance. War eine feste Motorrad schon jahrelang nicht mehr. Ich habe damals, das war ja krass, was ich gefahren habe. Das war ja gerade dieses Motorrad in dem Sinne. Motorvloggen habe ich nicht vor. Wenn ich Motorrad fahre, dann will ich mich aufs Motorrad konzentrieren. Und dann und meine Musik vielleicht noch, wenn meine Musik höre. Fahrrad habe ich leider nicht, nein. Ich würde gerne wieder Fahrrad fahren. Also richtig Fahrrad fahren. Nicht nur auf diesem beknackten Radl. Das macht mir, das Radl-Video und so, das macht mir keinen Spaß, weil ich da halt nirgendwo hinfahren kann mit. Magst du Katzen? Ich bin eher der Hundetyp. Wenn der Vater mit seinem Geschäft schon mal jemanden gesponsert hat, dann müsste er wissen, wie das funktioniert normalerweise. Oder müsste jemand für Marketing haben, der sich damit auskennt. Normalerweise. Schreib hier auf keinen Fall die Adresse rein. Zu spät, ich hab's noch gesagt. Rein ist wie ein Kindergärtner. Mit einer Engelsgeduld vor allem. Okay, Anime-Liebhaber, dann sage ich dir jetzt Folgendes. Wenn ich ein Paket bekomme mit einem PC von euch, ohne Festplatte allerdings, und der von einer Privatperson verschickt wird, dann kann man drüber reden. Also ohne Speicher, ja. Ich habe einen ziemlich guten Arbeitsspeicher und ich habe eine ziemlich gute Festplatte in dem Rechner eingebaut. Sollte auch mit allem anderen kompatibel sein. Ich habe 16 GB Arbeitsspeicher und ich habe eine große 1,5 TB Festplatte. Wenn es von einer Privatperson verschickt wird, ist es eine Sache. Aber bitte tut mir jetzt nicht den Gefallen und schickt mir alle irgendwie alte Rechner oder so. Keinen Speicher. Ich habe damit schon genug Erfahrung gehabt, dass dann irgendwelche versteckten Programme installiert waren. Das habe ich auch mit unter anderem gemeint rechtlich Absicherung. Danke für den Mountain Dew. Heißt es eigentlich Dew oder Du? Oh, episch. Wonach Mountain Dew schmeckt? Nach Mountain Dew. Ob man es wirklich als Energy bezeichnet? Ist halt ein Mountain Dew. Aber es ist mega grün, das stimmt schon. Mountain Dew eben. Video mache ich seit Ende 2011, also bin ich jetzt am 11.11. Richtig dumm. 11.11.11. Am 11.11. bin ich dann etwa... Das sind schon 7 Jahre. Zeit vergeht. Ich bin in Schuft. Ich bin nicht derjenige, der dich dreimal fertig gemacht hat schon. Und dafür gebannt wurde. Scream at Fire von Bullet von Valentine. Was du am meisten magst. Ja, hat jemand rumgeschrien. Armselige Würstchen, wenn sie sowas am Freitagabend nötig haben. Ich habe nur irgendwann einfach angefangen. Ich habe schon 10 Jahre in der Schule Mobbing hinter mir. Eigentlich alles, was auf YouTube passiert, ist da schon gewesen. Die Hater klammern sich halt an ihre Anonymität. Es ist halt für mich wirklich so, wenn ich einen Rechner ausmache, dann bin ich halt ich. Oder wenn ich den Stream ausmache und die Kameras und alles, dann bin ich halt ich. Ich mache nichts anderes als ihr. Ja, ich mache mir mein Essen, ich, keine Ahnung, gehe aufs Klo, ich spiele meine Videospiele. Oder ich schaue irgendeinen Film oder höre Musik oder ich gehe laufen oder ich gehe irgendwas generell irgendwas unternehmen. Meine Privatpersönlichkeit und meine Online-Persönlichkeit, also mein öffentliches Leben, das hat natürlich schon miteinander zu tun und natürlich sind gewisse Parallelen zwischen beiden, aber trotzdem bin ich im öffentlichen Leben anders, als ich im privaten Leben bin, einfach weil ich mich auch anders geben kann. Ob man sich jetzt mal an unpassenden Stellen kratzt oder ob man jetzt mal sich unangebracht verhält. Wenn keine Hater vor meiner Tür sind und wenn ich keine Videos oder keine Streams mache, dann bin ich halt einfach entspannt. Dann bin ich viel gechillter drauf. Es gibt solche und solche Hater. Es gibt Hater, die hierher kommen, die machen 2 Fotos und hauen wieder ab. So quasi, wir waren beim Drachen. Es gibt Hater, die kommen hierher und fangen an, Sachen einzuschmeißen. Ich verhalte mich in den Streams natürlicher, als ich in meinen Videos bin. Drache, weinst du? Nö. Tue ich nicht. Und es gibt halt manche Hater, die sind... Die haben schulisch unglaubliche Leistungen, die sind richtig intelligent, was es angeht. Aber es gibt halt auch Sachen, die man nicht in der Schule lernt. Es gibt auch Erfahrungen, die man erst im Lauf von einem bestimmten Alter nach und nach macht. Ja? Und diese Erfahrung fehlt vielen dieser Hater. Ich merke gerade, die Poster hinter mir sind schief. Ich bin jemand, ich sag keine festen Zahlen, habe ich noch nie gemacht. Ich sag halt irgendwas. Alter, wie sehe ich denn gerade aus? Ich sehe aus, als wäre ich aus den 60ern.
Auf der einen Seite will niemand zugeben, dass ich ein großer YouTuber bin. Auf der anderen Seite habe ich nicht die Reichweite wie die großen YouTuber, weil die meisten als großen YouTuber bezeichneten YouTuber immer ein paar hundert, wenn nicht schon ein paar, also ein paar hunderttausend, wenn ich schon eine Million Abonnenten haben. Deswegen werde ich von vielen einfach nicht als großen YouTuber gesehen. Weil ich meine, es gibt so gut wie keinen großen YouTuber in Deutschland, der mich nicht kennt. Ich würde nicht sagen, dass ich international bekannt bin, aber es gibt Leute international, die mich kennen. Excel95 und Tanzverbot haben mich überflogen. Wirklich überflogen. Tanzverbot macht seit 2 Jahren Videos, oder seit 3 Jahren. Und Excel macht seit einem halben Jahr Videos am Jahr. Die haben mich überflogen. Wie gesagt, ist nicht böse gemeint. Zumal ich mit Excel ja sowieso keinen Kontakt habe und mit Tanzverbot keinen Kontakt will mehr. Aber das ist, irgendwo finde ich das unlogisch. Ich habe, wie gesagt, ich gönne das denen, um Gottes Willen auch. Ich gönne das selbst Tanzverbot. Mir hat gerade jemand was reingeschrieben, den wollte ich jetzt allerdings nicht zeigen. Es hat jemand gerade geschrieben, das liegt an der Müllqualität, die du machst in deine Streams und deine Videos. Format Drachenlord und Format Dragon Monday. Unglaublich gefeierte Formate. Format 4 Sachen der Metal, auch wenn nichts mehr kam. Unglaublich gefeiertes Format. Nehmt mir das nicht persönlich, aber ihr wollt doch wohl nicht ernsthaft Drachenlord, das Format, mit Unges, wie heißen sie, React-Videos gleichsetzen? Alter, mein Kanal hat unglaublich viel Beachtung. Wenn Gronkh mich in einem Video erwähnt, und sei es jetzt positiv oder negativ, oder in einem Stream, das sehen Hunderttausende von Menschen. Hunderttausende. Das sind aber Hunderttausende von Menschen. Pro Video und pro Stream und pro User. Das hat mein bestgeschautes Video momentan für Aufrufe. Mein bestes geschautes Video ist momentan Ankündigungslord. Das hat 208.000 und das nächste hat 154.000. Und ich muss sagen, ich finde für die damalige Zeit und für damalige Verhältnisse war Drachenlord mein bestes Format. Dann kam ja noch Time of Metal dazu und Dragon Monday einige Monate später. Vergleichen wir es mal mit Tanzverbot, wenn wir schon dabei sind, wenn wir es schon die ganze Zeit hatten. Sind meine Videos von der Qualität her besser oder schlechter als die von Tanzverbot? Wohlgemerkt zur damaligen Zeit. Ich hab noch Spaß an YouTube, aber in erster Linie an meinem Gaming-Account. Geh nie, niemals zu Funk. Tatsächlich spiele ich in der letzten Zeit öfter mit dem Gedanken, mich mal mit Funk in Kontakt zu setzen. Für ein paar Folgen und für ein paar Formatideen. Allerdings befürchte ich, dass die mich nie nehmen würden. Egal, was für geile Skripte ich denen vorlegen würde. Ich habe zum Holocaust damals in einem sarkastischen Ton etwas gesagt, nachdem ich 50 Mal im Stream die Sache gelesen hatte. Mach doch einfach, wozu du Lust hast. Kann ich nicht. Weil das Problem ist, ich habe Sachen angefangen zu machen, vier Drachen zum Beispiel, und es wurde so schnell, mir ist die Lust einfach daran vergangen. Daran gedacht, aufzuhören habe ich schon oft, ja. Ich bin prinzipiell nicht bestechlich. Wenn mir einer eine Million auf den Tisch legt und sagt, lösch deinen YouTube-Account, würde ich sagen, pack deine Million und hau ab. Würde ich wirklich so machen. Nochmal sage ich es dir nicht. Wo ist jetzt mein Feuer hin? Weil ich immer mit einem rumspielen muss. Ich weiß, das klingt jetzt arrogant, aber TV-Mopf, glaubst du wirklich, mich kann man brechen? Ich weiß, es klingt extrem arrogant. Ich glaube nicht, dass ich brechbar bin. Genau diese Art gerade, das machst du unheimlich und macht dich unheimlich unsympathisch. Okay, glaubst du, dich macht das Ganze sympathischer? Du hast abonniert und fängst direkt an, hier rumzuschreiben, ohne Ende. Ich mache kein Video zum Thema Holocaust aus, denke ich, meiner Meinung nach, fundierten Gründen. Und nein, ich heule immer noch nicht. Ich bin nur müde. Au, das war mein Kreuz. Au. Oh, leck mich doch am Eimer. Boah, mir ist schon ganz schwindelig. Total verspannt, ey. Hier ist schon meine Tochter wieder in die Mitte. Nach dem Lied mache ich den Stream erstmal aus, dann kümmere ich mich erstmal um mein Real Life. Das braucht auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Ich habe in den letzten drei Tagen nur, war in den letzten drei Tagen nur am Aufnehmen und am Videos machen. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Drache und ciao, Leute.